Ja, hallo, ich bin Doktorandin am Institut für Umweltphysik in Heidelberg. Ich habe gedacht, wenn ich mit 25 noch keinen Doktor habe, dann mache ich ihn halt selbst. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich bin Physikerin und als Physikerin hat man es manchmal nicht so richtig leicht, wenn man den Leuten erzählt, ja, ich mache Physik, dann kommt meistens erstmal so, Physik, das habe ich abgewählt. Und dann, ja, mit Physikerin, da assoziieren die manchmal so ganz komische Sachen, also manchmal denken die Leute an sowas, ja. Für alle, die es nicht mehr kennen, das ist Dr. Christmas Jones aus James Bond, die Welt ist nicht genug. Typische Physikerin, ja, sieht man schon an der Klamotte. Ja. Die zweite Assoziation, die Leute dann meistens haben, ist das da. Ja, man hat es manchmal nicht leicht. So. Also ich mache Physik und jetzt unter den Physikern hat man es als Umweltphysiker dann wiederum auch nicht so leicht, weil da gibt es nämlich so die echten Physiker, ja, das ist so diese Kategorie. Meistens so ein bisschen lichtscheues Gesindel, recht bleich, wohnt im Keller, basteln dann irgendwelchen großen Maschinen rum. Und wenn man denen erzählt, man macht Umweltphysik, dann sagen die, Umweltphysik? Was macht ihr da so? Ja? Oder sie denken dann an sowas? Ich persönlich bin jetzt Glaziologin. So, Glaziologie, was ist Glaziologie? Irgendjemand eine Idee? Gletscher, habe ich gehört. Gletscher ist richtig. Es geht natürlich nicht um die Glatze vom Opa, sondern um sowas. Ich beschäftige mich mit Gletschern und ich tue das in den Alpen. Und warum machen wir das jetzt? Ja, es gibt so eine Geschichte, dass sich früher die Leute ihre Skitouren finanzieren lassen wollten und so ist die Glaziologie entstanden. Das ist natürlich alles Quatsch. Wir wissen, das Klima auf der Erde verändert sich. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, wie das in Zukunft vielleicht sein wird, dann müssen wir uns die Vergangenheit angucken. Und gucken, was ist früher passiert, wie hat sich das Klima früher geändert, worauf hat es reagiert. Und nur so können wir dann vielleicht Prognosen für die Zukunft machen. Und wie geht das jetzt? Erstmal brauchen wir einen Gletscher, hier in den Alpen. Und dann fliegt man dann hoch mit dem Heli. Man muss doch mit dem Heli hochfliegen, das ist ganz, ganz furchtbar. Also, das ist eigentlich ziemlich geil und der Grund, warum ich diesen Job angenommen habe. Und dann bohrt man dort einen Eiskern. Das heißt, man popelt mit einem großen Strohhalm ein kleines Stück Eis aus diesem Gletscher raus. Das ist dann so 70 Meter lang. Man bohrt so lange, bis man auf Fels kommt. Und dann hat man 70 Meter Eis im Kühlraum und darf damit Spaß haben. Und da habe ich heute mal ein kleines Anschauungsobjekt mitgebracht. So, in diesem Becherchen ist echtes Gletschereis aus den Alpen. Das werde ich jetzt mal im Publikum verteilen. Dürft ihr gerne rumgeben. Das ist ganz, ganz sauber und hat ganz, ganz viele Blasen und ihr könnt da ruhig auch mal dran lecken. Auch hier kann man dran lecken. Das ist kein Fake, das ist echtes Gletschereis. Die Becher brauche ich aber wieder, sonst tötet mich meine Mutter. Dieses Gletschereis ist ungefähr so 700 Jahre alt, ja, also ein bisschen in der Hand reiben, dann sieht man auch die Blasen. 700 Jahre, ja, das war so ungefähr Mittelalter, hat schon jemand geleckt. Ja, was war im Mittelalter? Die Pest, genau. So, also, immer schön weiterlecken und rumgehen. Gut, also, was macht man dann mit diesem Eiskern? Man kann auch unheimlich viele tolle Sachen dran messen und was über das Klima der Vergangenheit lernen, zum Beispiel über den Staub in der Luft, da weiß man dann, ob es trocken oder feucht war, oder die Temperatur rekonstruieren. Jetzt hat man nur ein Problem. Man muss wissen, wie alt ist dieses Ding in welcher Tiefe. Sonst hat man verloren. Sonst weiß man nicht, reden wir jetzt über 500 Jahre oder über 5000. So, und wie geht das jetzt? Kleines Beispiel. Also, gehen wir in die Antarktis. Die Antarktis ist groß, flach, ja, oben ein bisschen Neuschnee drauf. Sommerschnee ist dunkel, Winterschnee ist hell, dann zählen wir schnell ab. Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer. Die Antarktis ist 3 Jahre alt. Einfaches Beispiel. So, wenn wir jetzt in die Alpen gehen, dann sieht das Ganze so aus. Das ist ein Problem. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das da ist Kuchen. Okay, ich habe auch noch ein Beispiel mit Eis. Kennt manche vielleicht von zu Hause, ja? Wir haben ja auch so eine gewisse Schichtung, ja, ist nicht ganz erkennbar, ja? Und wenn ich jetzt da drin einen Kern bohren würde, dann würde ich auch eine gewisse Schichtung feststellen, oben vielleicht Pizza, Gemüse, Fleisch, unten so ein Bodensatz aus irgendwas Undefinierbarem. Und auch hier ist die große Preisfrage, wie alt ist das Zeug, ja? So, da ist es einfach, ich kühle das raus und gucke aufs Verfahren.
Verfallsdatum, das geht beim Gletscher leider nicht, sondern ich brauche eine schicke Methode, aber jetzt ist mir erstmal warm. Okay, so, wir haben vorhin gelernt, Physiker brauchen eine große Maschine im dunklen Keller. Das hier ist meine. Und dann brauche ich natürlich noch eine spannende Methode dazu. Und die heißt bei mir Mikroradiokarbondatierung mittels beschleuniger Massenspektrometrie. Klar, wisst alle, was das ist, natürlich, ne? Was man schon mal gehört haben könnte, ist Radiokarbondatierung. Das machen die Archäologen an Knochen und so Zeugs. Und das ist das, was ich auch mache an diesem Gletscher. Und wie funktioniert das jetzt? Für Radiokarbondatierung brauche ich erstmal Kohlenstoff. Und von Kohlenstoff muss man jetzt wissen, gibt es zwei Arten. Es gibt so dieses C12, das sind so die Normalos unter den Kohlenstoffen. Davon gibt es unheimlich viel, überall. Und dann gibt es das C14. Und das C14 ist schwer. Davon gibt es noch ganz, ganz wenige. Und dieses C14 hat jetzt noch eine zweite schicke Eigenschaft. Das ist nämlich radioaktiv. Oh Gott, radioaktiv, ist das jetzt gefährlich? Nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Es geht hier wirklich um natürliche Radioaktivität. Das ist in uns allen drin. Und was bedeutet das jetzt? Naja, wenn ich am Anfang 4 von denen habe und ich warte 5730 Jahre, dann sind 2 von denen zerfallen. So, jetzt kommt die intellektuelle Leistung des heutigen Abends, ja? Umgekehrt, wenn ich jetzt weiß, wie viel ich am Anfang hatte und ich messe, wie viel heute noch da sind, kann ich ausrechnen, wie alt das Ding ist. So, das ist Main Point aus diesem Vortrag. Das müsst ihr euch merken. Und ja gut, jetzt reden wir über Kohlenstoff und C14, vorhin geht es doch um Gletscher. Okay, wie kommt das C14 in den Gletscher? Also das fliegt nicht einfach so durch die Gegend, sondern das bindet sich an CO2 in der Luft. Und diese Luft wird von einem kleinen Gänseblümchen, das auf der Wiese steht, ja, das Gänseblümchen sagt, oh, CO2, ja, und das isst es und baut es in seine Biomasse ein. Und Biomasse sind zum Beispiel auch Pollen. Für die Biologen, ich weiß, dass das eine Birke ist. Ja? Das war nur, ich hatte nur kein anderes Bild. Und diese Pollen von dem Gänseblümchen, was das C14 gegessen hat, die fliegen dann mit ganz viel anderem Staub auf meinen Gletscher. Und wenn ich jetzt in dem Gletscher einen Kern bohre, dann ist in dem Kern, in dem Staub, die Pollen von dem Gänseblümchen mit dem CO2 mit dem C14 drin. Aha, okay. Das heißt, ich muss nur noch das C14 da rauskriegen und irgendwie messen. Und wie geht das jetzt? Das Problem ist, davon gibt es unheimlich wenig. Ja, wenn man jetzt das irgendwie umrechnet, dann ist das so, wie wenn man eine 1-Cent-Münze in den Schwimmbad schmeißt. Das heißt, es ist nicht einfach, da ranzukommen. Und es ist ein relativ schwieriger Prozess. Es geht los mit sehr viel Kühlraumarbeit. Es hinterlässt keine bleibenden Schäden. Dann wird das Eis abgeschabt. Dann wird es abgewaschen. Dann muss es schmelzen. Das ist so wie ein Kaffeefilter. Ja, ich meine, es ist klar, wenn man eine Münze in den Schwimmbad schmeißt, dann gießt man das Schwimmbad durch einen Kaffeefilter. Im Filter muss die Münze sein. Logisch. Es dauert. So. Dann wird das Ganze eingeschmolzen in eine Ampulle. Wandert über Nacht in den Ofen. Hinterher wird es gereinigt und quantifiziert. Dabei darf man mit flüssigem Stickstoff spielen. Das ist das einzig Lustige dabei. Danach wird es nochmal eingeschmolzen und nach 2 Tagen Arbeit hat man das da. Ein Röhrchen mit nichts drin. Kann frustrierend sein. Ja. Und in diesem Röhrchen ist jetzt aber das CO2 aus der Verbrennung von dem Staub mit den Pollen, mit dem CO2 von dem Gänseblümchen, wo wiederum das C14 drin ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt da messe, wie viel C14 drin ist, dann weiß ich, wie alt der Gletscher ist. Und genau das kann diese Maschine. Das heißt, die zählt jetzt das C14 und daraus kann ich das Alter berechnen. Und jetzt kommt die große Preisfrage, ja, wie alt ist es denn nun? Und das ist leider das Thema meiner Doktorarbeit und ich bin noch nicht am Ende. Also wir wissen schon mal, der Gletscher ist über 3000 Jahre alt. Das ist schon mal eine gute Info. Für die Glaziologen und die Klimaforscher stellt sich dann immer die große Frage, sehen wir die letzte Eiszeit? Und da wiederum wäre es schön, wenn wir auch mal so was schön Makroskopisches finden würden in diesem Gletscher. Haben wir aber leider noch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja okay, who cares, ja? 3000. 10.000, 50.000, wen interessiert das? Ist in China ein Sack Reis umgefallen? Naja, also das geht uns alle irgendwie an, ja? Weil wenn wir wissen, wie lange diese Gletscher da schon liegen, dann wissen wir auch, was sie schon alles erlebt haben. Und daraus können wir dann wieder
uns überlegen, wie lange sie in Zukunft vielleicht noch da sind. Und das ist wiederum für die Eisbären nicht ganz unwichtig. Und das ist meine Mission, meine Forschung. Dankeschön.